Hallo, Guys, und willkommen zurück zu Final Fantasy 7, alles klar. Im letzten Part waren wir bei Aeris Hood, wir wollen sie retten und jetzt sind wir vor dem Shinra-Gebäude, aber hey, wir sollten da nicht einfach reinstehen, das ist ja super dumm und kacke. Deshalb suchen wir einen anderen Weg rein. Und das sieht aus wie eine süße kleine Hintertür, da gehen wir jetzt rein. Ja, du willst wirklich die... Naja, irgendwo müssen wir doch zu Aeris kommen. Von wegen schwer zu finden. Ich habe keine Zeit mit dir rumzusitzen. Aber Diva, du kannst nicht allein loslaufen. Oh Gott, damit. Dann... Ach ja, Leute, das wird jetzt super lange dauern. Wir gönnen uns jetzt richtig hart Treppensteig-Action. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn der Part fängt mit einer unglaublichen Spannung an. Aber einfach reinzustürmen wäre einfach super dumm, ne? Meine Spieß, auch wenn das so Lappen sind, da sind voll viele von denen und dann kommen die alle und rang uns. Nee, lassen wir das. Ja, wir spazieren, wir haben Zeit, ist ja nur Aeris. Weiß nicht, warum zum Teufel müssen wir die Treppe nehmen? Weil wir keine Aufsehen erregen wollen, solange wir nicht Aeris gerettet haben. Ich habe so meine Zweifel, ob das möglich ist. Wir werden sehen. Barrett. Ich hab zu meine Zweifel. Ja, ist okay, Cloud. Was willst du eigentlich von mir? Cool, die warten sogar auf mich. Sehr sweet. Also kämpfst du für andere. Ich habe mir wohl ein falsches Bild von dir gemacht. Ja. Ist mir wurscht. Wenn du mich einschätzt. Ja, ist mir wurscht, Junge. Wolltest du sagen, dass ich mich vielleicht getäuscht habe? Was willst du damit sagen, Tifa? Ja, sie hat voll viel geredet, so. Es war keine Lache, nein. Ach ja. Wie viele Stufen sind das denn noch? Frag sie doch einfach selber. Ist das vielleicht so eine von diesen Endlos-Treppen? Was meinst du? Völliger Quatsch. Na schön, aber ist doch möglich. Nein, es ist nicht durchgehört. Alter, wie weit es geht. Sind wir schon da, Papa Schlumpf? Nein, doch nicht. Und jetzt, Papa Schlumpf? Immer noch nicht. Und jetzt, okay. Jetzt? Schon da? Nein, Papa Schlumpf. Oh, verdammt. Ja, wer ist denn jetzt hier der Schlumpf? Spar dir einfach deine Fragerei. Wir sind lange noch nicht da. Okay? Papa Schlumpf? Oh, Elixier. Nice. Oh, erstmal kratzen. Ich muss von dem Rennknopf weggehen. Okay. Wir können, glaube ich, machen, dass wir immer rennen können, aber ist nicht so wichtig. Das ist schon okay, Leute. Verdammt doch mal, mir reicht sich kaum. Um. Sei Trottel. Okay, tschüss, Barrett. Und nimm dir genauso viel Zeit, wie du fürs Raufkommen gebraucht hast. Ich bin Barrett. Eine Dose. Ja, Leute, da lag eine Dose. Diese wundervolle Detailtreue. Und hier ist eine TM. Und hier ist ein Karton, meine Damen und Herren. Wir sind die eigentlich so viel schneller als wir. Komm schon, Barrett, nimm dich ein bisschen zusammen. Ja. Alles, was ich weiß, ist, dass ich auch nur aus Fleisch und Blut bestehe. Wenn man von meinem Arm absieht. Sprich nicht mit mir, spring nicht mit mir um, als ob ich ein ehemaliges Mitglied von Soldier wäre oder sowas. Und was ist mit mir? Ich bin auch nur ein Mensch. Ach, mach doch, was du willst. Ich glaub jedenfalls weiter. Ja, wieso hast du überhaupt auf ihn gewartet? Hä? Ja, Barrett, du gehst als Erster. Du gehst als Erster? Ich meinte doch gar nicht. Schon gut. Oh, okay. Cloud, du gehst auch voran. Ja, wegen ihrem... Ne?
ihren rockähnlichen Hotpants. Ist das Hotpants oder ist das ein Rock? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall will sie nicht, dass wir ihr auf ihren Ass gucken. Ja, in welchem Stockwerk sind wir denn jetzt? Ich habe das Zählen aufgegeben. Wieso müssen die nur so hohe Häuser hinstellen? Dieser Stellerer! Wie die das auch anstellen, ist alles scheiße. Tiefer nur so, okay, Bro. Ich bin Erster, ich bin Erster. Okay. Ja, Alter, Action vor 6 Minuten sind wir jetzt hier. Mann, ich bin vielleicht geschafft. Valeda, Vati wollte dich noch einmal sehen. Hörst du jetzt vielleicht mal auf, dich wegen dem bisschen Treppensteigen aufzuregen? Nur noch ein paar. Glaube ich. Oh Mann. Na, Term. Ach ja, Leute. Alter, wie hoch das ist, ne? Das ist ja höher als unser Rathaus hier. In der wunderschönen Stadt Essen. Ja, was? Ich hab nur was im Hals. Ist egal. Na, Term. Durchbruch. Habe ich schon. Gehen wir weiter. Eine Dose. Eine leere Energy-Dose. Okay. Es gibt nichts Enttäuschenderes. Mann, wir haben schon 6,5 Minuten. Ich hänge hier immer noch bei der Treppe. Cool. Ich bin mit dem Gedanken, das vorzuspulen, aber irgendwie diese wundervollen Dingenzweck. Dialoge, und das wollen wir ja nicht. Endlich geschafft. Ich hoffe, ich kriege mein Leben nie wieder. Auch nur eine einzige Treppenstufe zu Gesicht. Okay. Puh. Es gibt noch. Das gibt einen wirklich. Den Rest. Aber es geht ums Ganze. Machen wir uns bereit. Yo! Klappt nur so. What's good? Was ist das, die Eindringlinge? So viel zu keiner Aufmerksamkeit erregen. Alter, die haben voll die krassen Rüstungen, Mann. Badabadon. Zappen wir die Scumps weg und eisen wir sie auch weg. Stärker Kämpfer A. 230 HP. Wow, ist einiges. Badabadon. Stärker Kämpfer und die rein. Okay. Alles klar. Zap. Noch ein frisches Eis daher. Den Boy ist ja warm in seiner Rüstung. Alter, das ist einfach voll die Bots. Ach ja, jetzt schon Beschwörungen zu haben, das wäre schon ziemlich MLG. Kannst du bitte sterben, Junge? Doppelschuss. Rollschleuder. Ja. Sei doch noch schwul. Interessanter. Oh, ich war voll falsch in der Musik. Rang dieses Kampfs einfach. Mach noch den freshen Machschlag auf diesen Kampf, weil er schon auf die Fresse Schaden bekommen hat. Ich muss echt aufpassen, was ich sage, Leute, weil viele der Abonnenten sind halt recht jung, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ich sollte wirklich ein bisschen auf dem Aufwand mich beteiligen. Ist ja auch egal, ist ja auch egal. Weil ich glaube, Final Fantasy 7 ist jetzt ab 16. So ein 16-Jähriger weiß ein paar mehr Schimpfwörter als jetzt so ein 6-Jähriger, ne? Obwohl ich bezweifle, dass ich 6-Jährige Abonnenten habe. Ich hatte meine 10-Jährige Abonnentin. Ich weiß gar nicht, ob sie mich noch abonniert hat oder nicht. Aber ja. Es gibt halt sehr junge Leute unter euch. Also ich muss ja auf meine Wortwahl achten. Ja, doch, doch. Das stimmt schon. Wow, der Kampf hat halt echt ewig gedauert. Was ist das? Schüsse sind weg! Kautkarte 60 erhalten! Okay.
Wow, da sind irgendwelche Lichter draußen. Ich dachte, das sind irgendwelche Blitze. Und ich so, okay, alles klar. Komme ich da nicht durch, ernsthaft? Doch! Hey, Cloud! Jetzt bist du den ganzen Weg hier gekommen. Wie wär's, wenn du wieder ins Erdgeschoss gehst? Was? Nein, bist du dumm? Ja, also richtig, also gehen wir. Wer will der Junge von mir? Komm, wir gehen da lang. Alter. Okay, warum auch immer man den Anzeige, die Anzeige dort nicht sieht. Fuck this shit, das wird wohl nur zum Erdgeschoss. Gehen wir halt hier lang. Ich musste doch A, X drücken, meine ich. Du, ja, ich drück A. Oh. Ja, ich drück A. Yeah. Okay. Hauptsache links bewegt sich das Bild nicht. Es geht ab tiefer. Ich hoffe, mit der Iris ist alles in Ordnung. Du, Bird? Jetzt kommt's drauf an. Verrat dich bloß nicht. Wie verraten? Was willst du eigentlich von mir? Bing. Hat er erstmal voll das krasse Gewehr. Ach ja, haben wir dann nicht ab. Ja, Jungs. Oder Mädels? Leute, wie du gehören nicht daher. Komm schon, raus hier. Piss dich, Alter. Hättest du auch sagen können. Was ist hier? Denn was cool ist zum Clown? Schau dir nur an, die Wachposten hier rennen rum wie aufgeschlechte Hühner. Genau, du gehst voran. Wenn wir nachkommen können, gibst du uns ein Zeichen. Oh, dass mir das Spiel sackt. Ja, ist doch ganz einfach, ne? Aber jetzt dieses Kampf hier durchzuschicken, das wird eklig. Wer bist du sein? Ich muss zurückgehen. Ja, okay. Bird the Scamp. Oh Gott, das war knapp. Wie die den da auch immer nicht sehen können. Oh, what the fuck, die haben ihn nicht gesehen. Ich raste aus. Das ist wie ein Wunder. Geht wieder nach links, Jungs. Alter, geht doch mal nach links. Okay. Dann. Good job, Barrett. Bam, bam. Wir wollen natürlich jetzt nicht verkacken, ne? Wenn wir verkacken, da müssen wir kämpfen und da müssen wir dieses Minispiel wiederholen. Ich glaube, wenn wir super scheiße sind, so wie ich einmal, oh fuck. Dann gibt's halt irgendwann keine Soldaten mehr, weil wir alle besiegt haben. Und ja, und dann können wir einfach durchlatschen. Okay. Tja. Hey, Moment mal! Bam, 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 bam! Okay. Was soll denn das? Was willst du denn hier? Ja, aufs Maul kriegen, scheinbar. Oh fuck, das könnte länger dauern. Ich spiele so viele Minispiele, aber manche sind halt auch so super scheiße, ne? Angriff auf beiden Seiten. Danke, Sherlock. Mensch, wir haben ein bisschen da drauf und da drauf und da drauf. Weil wir wollen diesen Bad Boy jetzt so schnell wie möglich loswerden. Schon sehr wichtig im Leben. Bird mit seinem krassen Feuer. Bam! Alles klar, Mann. Na, wir können uns gleich mit dem Scamp hier. Und ja, dann haben wir diesen Kampf auch gewonnen. Ich glaube, die Zauberanimation von Cloud ist cool. Allgemein, die Animation sind ziemlich cool in dem Spiel. In Kämpfen jedenfalls. Ein Mist viel weniger. Sehr gut. So, was jetzt? Jetzt fange ich wieder von hier an. Oh Gott. Komm schon nochmal! Wirklich, Barrett? Oh Gott. Fein Barrett erzählt mir jetzt noch was vom Minispiel. Hauptsache, wir müssen alles nochmal neu machen. Geil, Leute, geil. Das freut mich natürlich. Ich glaube, ich kann hier direkt weiter, ja. Die Links sind halt super gefährlich, ne? Weil die rennen. Das ist schon ein bisschen unsexy.
Die rechts meine ich, die rennen. Diesen Scheiße. Die links sind ja noch alles ganz cool. Wenn die sich bewegen, kann ich die einfach losschicken und dann ist alles gut. Bam. Ja, okay. Dann. Gut. Okay. Gerade so mit dem Scheiß. Ich gehe mal ein bisschen mit denen mit ins Gams. Okay, das war, glaube ich, ganz schön knapp. Warten wir, bis die weiter rechts sind. So, jetzt. Haust du rein, Junge. Okay. Warten wir wieder, bis die rechts sind. Oh, alles klar, Leute. Wir haben es gedittet. Nice. Ich war viel besser als bei meinen privaten Durchspielen. Okay, ich muss aber kurz die Nase putzen. Okay, Leute. Okay, jetzt geht's die Party richtig los. Vergiss nicht, wir sind hier, um Iris zu retten. Teufel, ich weiß. Jetzt geht die Party richtig los. Ach ja, immer diese alten Spiele. Hier ist ja irgendwie gar nichts. Was ist los? Was geht ab, Boy? Das ist das Launch-Stockwerk. In den Stockwerken darüber sitzen die großen Tiere der Firma. Es ist ganz schön hart, ständig einen Chef über sich zu haben. Schafft einen total. Okay. Was geht ab, Bruder? Ich kann mich nicht erinnern, dich schon mal gesehen zu haben. Bist du neu hier? Du bist vielleicht süß. Ein paar Dinge beibringen. Dinge? Was gar nicht so blöd zu gucken. Ich wollte dir nur zeigen, wie man ins nächste Stockwerk kommt. Die Leute in der Firma, die in der Firma das Sagen haben, sitzen in den Stockwerken oberhalb des 60. Da kommt man ohne Codekarte aber nicht hin. Wenn man eine Codekarte hat, kann man die Aufzüge nach Berlin benutzen. Voila. Schon hörst du es, wie sich die Tür öffnet. Denk daran, dass es die verschiedenen Arten von Karten gibt, mit der Codekarten kann man nicht überall hin. Zum Beispiel kommt man mit Codekarte 60 nur in den 60. Stock. Mit der Codekarte 65 kommt man nur in den 65. Stock. Ja, ich glaube, ich hatte der letzte Trottel auch verstanden. Für ein Unternehmen wie Shinra ist das so ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem nur recht und billig. Schließlich laufen hier die Zügel der Macht über Midgar und die andere Welt zusammen. Oh, ich muss gehen an die Arbeit. Okay. Gut, dass wir mit dem geredet haben. Das freut mich. Wer zum Teufel bist du? Was hast du hier zu suchen? Oh, ich verstehe. Also bist du vermutlich. Wie heißt es nochmal? Shinra Incorporation Reparaturabteilung. Siehst du aus, als würde ich hier das Gebäude hier demnächst in seine Einzelteile auflösen. Diese Tür hier steht sperrweit offen, das muss sofort in Ordnung gebracht werden. Wenn du schon dabei bist, kannst du dich auch gleich um die Stockwerk, um das andere Stockwerk kümmern. Hier, ich gebe dir das hier. Oh, alles klar, das war ja easy. Das war ja easy, Leute, easy. Gehen wir. Dann. Das ist ein super ekliges Rätsel. Gehen wir einfach mal hier hin. Und gucken, ob wir es erraten können. Weil ich habe gar keinen Bock auf das Lesen. Wie kannst du sagen? Du bist sicher der, ich? Domino, Bürgermeister von Midgar. Ich habe aber nur Proforma Bürgermeister. Ja, ich bin aber nur Proforma Bürgermeister. Die Stadt und alles in ihr wird von Shinra Incorporation geführt. Mein einziger echter Job besteht darin, Shinra Dokumente zu verwalten. Ich, der Bürgermeister, ein Bibliothekar. Du bist nach oben, wenn du das Passwort errätst, gebe ich dir die Schlüsselkarte. Ja genau, errast du das Passwort, gebe ich dir die Schlüsselkarte. Wenn du beim ersten Versuch packst, bekommst du sogar eine spezielle Objekte Zugabe. Okay. Hast du es? Dann sag es mir. Ich glaube, es ist... Marco. Immer. Marco! Mann, das klingt gut, Marco. Wenn ich hier mehr davon hätte, wäre ich ein echter Bürgermeister.
Gut, okay, dann. Kostgabe 65. Und? Ich habe nie angenommen, dass du es beim ersten Versuch schaffst. Das beweist eigentlich nur, dass man ein Buch nicht nach dem Einband beurteilen kann, aber versprochen ist versprochen, hier ist noch was. Substanzelement hinzugefügt, das ist fett. Du fragst, weshalb ich sowas mache? Um mich mit ihnen anzulegen, ist doch klar, Shinra hat mich ewig gequält. Deshalb war ich jetzt zu euch in der Rassart. Okay, lass sie richtig leiden. Hehehe, alles klar. Ich kann dafür sagen, dass ich halt immer Blitzangriffe jetzt mache. Weil ihr seht ja, es gibt ja diese Koppelungsdinger. Hier sind zum Beispiel nur zwei Slots, aber hier sind die zwei Slots verbunden. Wenn ich jetzt hier Eis habe und ein blaues Ding, Moment, dann bedeutet das, dass ich jetzt, wenn ich nochmal angreife mit der Waffe Metallhand, Eisschaden mache halt, weil, ne, Eiselement, diese Verbindung da besteht. Ich hoffe, ich habe es vernünftig erklärt. Es macht jetzt Eis-Pau-Pau anstatt normales Pau-Pau. Ich mag das Wort Pau-Pau. Die Wörter, oh mein Gott, voll Plot-Twist. Vielleicht soll ich einfach weitergehen. Ja, ich hatte übrigens keine Ahnung, Marco kam mir jetzt einfach bekannt vor, deshalb habe ich Marco genommen. Oh Gott, ich glaube, das ist ein Labyrinth oder sowas. Da, ich muss direkt an Yu-Gi-Oh! 5Ds 2009 denken. PP, Prüferkortkarte, bam, bam, Mitarbeiterstufe, beginne mich, du darfst bis zu drei Türen in diesem Stockwerk öffnen. Knack, bam, zack, wenn du einen Coupon erhältst, vergiss nicht, ihn gegen ein Objekt einzutauschen. Achtung, niemals unbesonnen die Luftschächte betreten, die sind extrem gefährlich. Danke, tschüss. Tschüss. Ich will hier dann PP öffnen, ja. Das hier PP öffnen, ja. Das hier PP öffnen, ja. Wann will ich das hier haben? Coupon B erhalten, cool. Lüftungsschacht, reinklettern. Gucken wir mal, wo uns das hinführt in der Welt. Ja, das führt uns auf jeden Fall zurück. Okay, aber wir wollen glaube ich nicht zurück. Gucken wir mal eben nach links. Oh fuck. Mal gucken, wo uns das hinführen möchte. Yeah. Ach ja, mal sehen. Coupon A, Hype! Und jetzt? Ich kann keine Tür mehr öffnen. Ja, du hast drei Türen geöffnet, lol, verpiss dich doch, du dreckiges... Wesen. Lüftungsschacht, ja, komm. Klettern wir halt zurück, gucken wir mal, ob wir die Coupons nicht einlösen können. Und dann ist doch alles tipptopp, super geil. Oh yeah. Bam, 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 bam. Ach Leute, ich habe echt einen krass stressigen Tag hinter mir. Tut mir leid, wenn ich etwas müde wirke. Ah, ich freue mich jetzt gleich auf ein schönes, heißes Bad, Leute. Das wird geil. Yo, Maschine, ich rede mit dir. Befehl, Coupons eintauschen. Also, wo sie gerne Bildern tauschen, die Fragen stehen so aus, weil Coupon A Sternenlänge und B vier Schächte, Coupon C alle Substanzen. Also, alle Substanzen. Ich will, und wenn du Bach, wenn du erstmal mit Coupon gegen Objekte eingelöscht hast, dann sie alles zurücksetzen, nicht mehr verwenden. Nein. Fuck this shit. Ich möchte die Türen zurücksetzen. Ich hätte schon sehr gerne die alle Materie. Die ist schon sehr süß. Naja, alles zurücksetzen. Ping, ping, nochmal von vorn beginnen. Ja, Junge. Warte, was? Auch alle Items? Auch alle Items? Wie soll ich denn da rankommen, Junge? Was ist denn los hier? Ja, ich will eigentlich nichts von allem. Oh Gott. Ja, ist gut, Junge. Gelöscht. Also muss ich alles auf einmal holen, okay. Wo gehe ich denn jetzt lang? Bam, bam. Okay, hier komme ich so nicht weiter. Ich glaube, ich will da lang. Tür öffnen, jopp.
Geht doch da lang. Ich glaube, ich will hier lang, ja. Surfen, ja. Surfen, ja. Jetzt kann ich mich hier... Oh, hier kann ich nicht lang, okay. Du hast schon drei Türen geöffnet, du Arschloch. Okay. Ja, ist ja gut. Ist okay. Warte mal, 1, 2, 3. Nope. Konnte ich gerade hier durch? 1, 2, 3. Dann hätten wir das schon mal. Aber was dann? This don't make fucking sense in der Welt. Macht ja keinen Unterschied, ob ich das mache oder das. Alles zurücksetzen. Okay. Vielleicht hätte ich mich nur darauf konzentriert, das eine zu bekommen. Sieht so aus, könnte ich reinklettern. Was? Erlüftungsschacht. Es sieht nicht so aus, als könnte ich reinklettern. Okay. Ja, probier, Junge. Was ist los mit dir? Will ich vielleicht hier lang? Nee, will ich nicht. Ich sehe das schon. Oder doch? Nee, will ich nicht. Schlüsselberg. Ja, aber jetzt komme ich nicht mehr daran. Und ich will das in der Mitte haben. Ich will auf jeden Fall das in der Mitte haben. Das ist wichtig. Nochmal von neu. Ja, Leute, das könnte etwas dauern. Ja, alles zurücksetzen, ja. Nochmal fair. Was mache ich jetzt noch? Hier komme ich ja weiter nicht nach links. So. Muss ich auf jeden Fall zwei aufmachen? Komm, dann gehen wir mal hier lang halt. Tür öffnen. Da ein bisschen Beschiss. Nicht so gut. Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Das geht doch gar nicht in der Welt. Ja, dann bin ich wieder so und da. Soll ich auf die Substanz einfach scheißen? Ich weiß nicht. Alle ist schon ziemlich stark, ne? Also die Substanz alle. Ne, ich will die haben, ne? Ich weiß nur nicht wie. Kann ich nicht einfach sagen, okay, Junge, das Shit ist real. Ich muss noch eine Tür aufmachen. Geht, glaube ich, nicht. Das geht ja nicht. Das auch nicht. Ich check's nicht. Wie soll ich an diese alle Substanz kommen? Soll ich mal im Internet gucken? Ja, das wäre ein bisschen lame, ne? Ich glaube, das möchte ich öffnen. Denn das? Denn das? Nee. Ah, seht mal. 1, 2, 3. Nee, aber ich komme... Hä? Da kommst du doch gar nicht hin, wenn du nur 3 öffnen kannst. Das ist Madness. 1, 2, 3. Ja, ich musste da ja was auf keiner so 1, 2, 3. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Und ich bin immer extra noch zu faul, mit dem Internet nachzugucken. Also holen wir jetzt einfach den Shit, den wir finden. Bekommen wir immer den Sternanhänger. Ist auch sehr süß, kawaii, geil. Ja, okay. Das fuckt ab. Komme ich denn vielleicht irgendwie irgendwo irgendwie lang im Leben? Keine Ahnung.
Also ich weiß nicht, hier einfach einbrechen. Kein Plan. Egal, holen wir jetzt einfach die anderen zwei Coupons, dann ist gut. Das möchte ich noch in diesem Part machen. Dun, 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 dun. Ah, quetsch dich durch, Junge. Quetsch dich durch, aus Lack Motherfucker crazy. Alles klar. So, dann können wir nochmal zurück. Geil. Ach ja. Das Klettern dauert gar nicht lang oder so. Nein, nein. Ist alles cool. Dreh dich doch um, Junge. Oh Gott. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich die Renntaste gedrückt halte oder nicht. Ja, gehen wir noch ins Menü, damit das noch länger dauert. Geil, Leute, geil. Jetzt geht doch weiter. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Final Fantasy 7. Obwohl, wir tauschen den Shit nochmal ein. Mal gucken, wie gut das Stern, das Sternding ist. Und mit dem durch die Fragen bin ich stehen zu Hause. Ja. Immerhin bekommen wir fucking 4 Schächte. Ja, komm. Dann Sternhänger und 4 Schächte. Alles klar. Ja, okay. Alles zurücksetzen. Nachdem du die Coupons eingesetzt hast, geht das nicht, Arschloch. Okay. 4 Schächte. Sternhänger ist da. Anti-Gift, wow, ist ja fast gut. Ist ein Bullshit. Ja, 4 Schächte suckt, aber ne, dann haben wir mehr Auswahl. 4 Schächte so gesehen. Brauchen wir eigentlich nicht. Also, wenn du Garbage bekommst, sehr gut. Bis dann, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.